Hallo, wer bist du denn? Hallo, Katrin. Mein Name ist Gitta Konnemann. Ich bin Ostfriesin, lebe in Hesel und bin in der Politik tätig. Als Bundestagsabgeordnete vertrete ich den Wahlkreis Unterems, bin Mitglied der CDU und mache das Ganze übrigens seit 19 Jahren. Unglaublich. Ja, Unglaublich, wunderbar. toll, dass du, aber du hast dich ja irgendwann mal angefangen. Also du bist Ostfriesin, heißt du bist in Ostfriesland geboren? Ja, ich bin in Holtland, also dem zentralsten Ort Ostfrieslands, aufgewachsen auf dem Hof unserer Eltern, gemeinsam mit zwei Brüdern. Also ein Kind des Dorfs, des ländlichen Raums, mit allen Erfahrungen, die damit verbunden sind, unter anderem einem fahrenden Klavierlehrer, der die Kinder in der Diaspora sozusagen von Haus zu Haus besuchte, jeden Samstagmittag. Und habe dort dann später in der Kreisstadt das Abitur gemacht, danach eine Lehre als Verkäuferin und bin danach in die große, weite Welt gezogen. Oh, nicht so schnell. Ich bin jetzt immer noch auf dem Hof mit dem fahrenden Klavierlehrer. Sehr schön. Der fahrende Klavierlehrer war aber nur der Lehrer selbst, der gefahren ist. Oder hat er sein Klavier noch mitgebracht? Ich stelle mir gerade das Bild vor Ja. eines Wagens mit einem Pick, mit einem Anhänger dahinter, wo ein Klavier drauf steht. Ja. Nein. Wir hatten ein Klavier im Haus, Gut. und zwar ein Erbstück unserer Großmutter aus den Niederlanden. Meine Mutter ist Niederländerin, unser Vater war Deutscher. Beide aber Friesen, die eine Westfriesin, die andere Ostfriesin. Und die niederländische Familie war sehr musikalisch und vermachte uns also dieses Klavier. Das Klavier stand in Holtland. Und der Klavierlehrer kam tatsächlich nach der Schule samstagmittags, brachte Wunderbar. übrigens sein Essen mit. Ja. Er war halber Russe nun wiederum, hatte immer ein Henkeltöpfchen, meistens mit Borscht. Und der Geruch zog dann durch das Haus, sodass ich heute Klavier häufig mit dem Mit Geruch Borscht. von Borscht verbinde. Und dann unterrichtete er mich eben bei uns im Wohnzimmer. Ach, das ist so wundervoll. Übrigens gibt es das tatsächlich Menschen, die mit ihrem, es gibt sogar einen, der fährt mit dem Fahrrad mit Klavier durch die Gegend und natürlich auch mit, ja, und mit Laster und Flügel, das gibt es auch. Und naja, früher gab es das ja auch die berühmten Glenn Gould und so weiter, die fuhren natürlich dann Ja, auch mit ihrem Flügel. Aber tatsächlich gibt es solche Leute, die das, ich stelle mir so schwierig vor, aber was hast du gelernt? Weißt du es noch? Was hast du als auf dem Klavier gespielt? ich war ein Kind der klassischen Ausbildung, Ja. also stur nach Note, angefangen mit den kleinen Klavierschulen, später dann natürlich alles, was dazugehört zu einer klassischen Ausbildung, Okay. Bach, Mozart. Später wechselte ich dann zur Kreismusikschule, als sie geöffnet wurde im Landkreis Leer. Das war erst sehr spät der Fall und war eine der ersten Schülerinnen und habe es tatsächlich dann zu Rachmaninow gebracht. Ich verstehe heute noch nicht, wie es mir gelungen ist. Ich erinnere, dass ich das erste Mal die Noten sah und dann zu meiner Klavierlehrerin sagte: Ja, aber das ist doch vierhändig. Und sie Ja, ich sagte: weiß, welches Nein, nicht C-Moll-Präludium, oder? Was vierhändig. war's? Genau, Ja. sondern tatsächlich, du musst greifen. Und Genau. ich glaube, das war dann mein Höhepunkt in meiner Pianisten, Laufbahn und dann war es auch gut. Wow, Aber alle Achtung. es war ein Bekenntnis auch meiner Eltern. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem Geld nicht sehr oder eher ein rares Gut war. Aber beide Eltern waren der Auffassung, dass nichts durch Bildung zu ersetzen ist und deswegen in Bildung investiert werden muss. Und Ja. dazu gehörte auch die Klavierstunde, ja. Ja. Also ich glaube, das ist auch ein Generationenthema, ja. Das ist dann, wenn die klassische Ausbildung ist. Und ich weiß von einer Familie, da gab es fünf Kinder und für diese fünf Kinder gab es dann fünf Äpfel, genau fünf Äpfel, es gab nicht mehr. Und Klavierunterricht und Geige, ja. Also das war doch wirklich so ein hohes Gut, dass man dafür richtig was geopfert hat, ja. Das ist so schön. Und hat sich irgendwas gehalten? Zum Beispiel hast du immer noch ein Klavier bei dir? Stehst du manchmal, gehst du manchmal dran oder nicht?
Doch, doch. Also im Sinne der Aussage unserer Mutter, wir haben kein Geld, aber Bildung. Ja. Das prägt mich bis heute. Deswegen ist es mir übrigens auch politisch wichtig, dieses Thema Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Ja. Aber ich habe auch zu Hause ein Klavier. Nicht mehr das unserer Großmutter, das war tatsächlich wurmstichig. Mhm. Ich habe allerdings noch ihre Noten, denn sie hatte Operettennoten. Mhm. Also Salome, schönste Blume des Wüsten und so weiter. Das konnte und kann ich begleiten. Ich habe jetzt ein wunderschönes ebenholzschwarzes Instrument von Schimmel und bin ab und zu, wenn ich die Zeit habe, setze ich mich tatsächlich ans Klavier, versuche es zu spielen. Das gelingt natürlich, wenn man nicht übt, gar nicht. Ja. Aber ich wohne in einer Alleinlage, geduldig. Und spätestens Weihnachten reicht es dann noch zur Begleitung der Familie mit herrlichen Weihnachtsfeiern. Ja. Gitta, kannst du mir sagen, was das für ein Gefühl ist, wenn du jetzt heute ans Klavier gehst? Also natürlich mit dem ganzen, ja, ich kann das nicht so gut, wie ich das mal früher konnte oder so, aber was ist das für ein Gefühl? Was bringt dich dazu, dich dorthin zu setzen? Was hast du ein Gefühl, wenn du dann mal dazu kommst, ein bisschen zu spielen? Es ist für mich eine Rückzugsmöglichkeit. Ja, ja. Musik hat in meinem Leben immer eine überragende Bedeutung gehabt und hat es bis heute. Es beginnt beim Gesang morgens unter der Dusche und endet bei der Begleitung durch Musik. Also nicht das Gedudel aus dem Radio, das meine ich nicht, sondern schon bewusste Begleitung auch durch altmodische CDs und solche Dinge. Und das Klavierspiel heißt ja, sich zu konzentrieren. Mhm. Und ist damit für mich auch so ein kontemplativer Akt, der Gedanken vertreibt, oder jedenfalls die Möglichkeit dazu bietet und tatsächlich ein Akt ist, sich auf eins ganz und gar zu konzentrieren, und das ist die Musik. Ja, das hat meditativen Charakter, das hat auch was mit nach Hause kommen. Das ist auch was, vielleicht, ich weiß nicht, worauf ich noch hinaus wollte, ist dieses, ein klein bisschen hat man auch die Gefühle des jungen Mädchens, was man damals war, als man sich da hingesetzt hat, war man ja noch, was war man alles, beschützt, ja, und irgendwie so in so einem festen, Setting, sorglos vielleicht auch ein bisschen. Ja, es ist natürlich die Leichtigkeit des Seins, die du als Kind, als Jugendlicher ja sehr viel stärker hast als dann mit den Erfahrungen und dem Wissen auch als Erwachsener. Ja. Du meinst die Rückkehr auch ein Stück in die Vergangenheit. Also sie geht nicht so weit, dass ich jetzt noch den Borsch striechen würde. tatsächlich, Gott sei Dank. Gott sei Dank, genau. Auch wenn es lecker ist und ich esse wahnsinnig gerne rote Beete und mit Sauerrahm und alles lecker, aber der Geruch war irgendwie schon bemerkenswert. Und Es ist natürlich mit Erinnerungen verbunden, deswegen auch die Noten. Mhm. Bei den Noten, wenn ich sie in der Hand habe, denke ich natürlich eben zum Beispiel an die Großmutter oder an Familienbegegnungen, wo ich gespielt habe, oder eben an die Teilnahme bei Jugendmusiziert oder Konzerte in der Kreismusikschule. Ganz früh, kannst du noch sagen, wo du die erste Klaviermusik gehört hast? Wie alt du warst? Wer hat gespielt? Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich könnte wahrscheinlich sogar meine Großmutter, dass sie am Klavier saß. Das könnte sein. Sonst definitiv eine Platte meiner Eltern. Meine Eltern hatten noch so ein, weißt du, so wie in den 60er Jahren diese wunderbaren
Möbel. Ich weiß genau, was du jetzt beschreiben wirst. Mach weiter, bitte. Diese Möbel, diese herrlichen Möbel, die dann gestaltet waren um einen Plattenspieler. Ja. Und dann wurde da so die Laden aufgemacht und dann gab es den integrierten Lautsprecher. Genau. Und dann gab es dann auch gleich Regale dabei, wo sorgsam die Platten standen. Das war eine Kostbarkeit auch. Und meine Eltern hatten tatsächlich eine durchaus Sammlung auch von klassischer Musik, aber auch durchaus Glenn Miller etc. pp., aber eben auch klassischer Musik. Also sie haben mich sehr, sehr früh auch mitgenommen in die Konzerte damals des Vereins Junger Kaufleute nach Leer. Sie leisteten sich ein Abonnement. Ja. Auch das war eigentlich eine Ausgabe, die finanziell nicht möglich gewesen wäre, aber das haben sie sich geleistet. Und ich durfte sie dann ab und an begleiten und habe unter anderem so auch Yehudi Menuhin erleben dürfen. Ja. Ich könnte jetzt vieles beitragen an ähnlichen Geschichten, aber das ist deine Show hier sozusagen. Ja, ich wollte dich nur fragen zu diesem Kasten, diesem Schrank, diesem Musikabspiel, was auch immer, diese Location. Erinnerst du dich noch an diesen Docht von den Langspielplatten, dass man die irgendwie aufeinander stapeln konnte? Ja. Ich auch noch. Das waren ja eigentlich brillante Möbelstücke, dem Grunde nach. Irgendwie auch gut durchdacht und heute, sie wirkten eine Zeit lang skurril, aber mich berührt sehr zu sehen, wie vieles auch aus dieser Zeit, aus den 60ern und 70ern zurückkommt. Also ich meine, nicht alles will ich zurückhaben. Ich will nicht unbedingt die Gläser mit Zigaretten, die bei irgendwelchen, ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, wenn es Veranstaltungen gab, dann standen so auf den Tischen ganze Gläser mit Zigaretten oder der Hackigel oder so. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich so an Peschmel Bar denke oder die kleinen Käse-Dinger oder das war alles irgendwie. Irgendwie war es so sicher, beschützt, harmlos, auch wenn es wahrscheinlich nicht immer so war, aber ja. Und auf dem Hof deiner Eltern lebten ja auch die beiden Brüder, waren die jetzt jünger, älter? Beide jünger. Und die Landwirtschaft, ist denn tatsächlich eine richtige Landwirtschaft? Hat sie denn auch einer übernommen von den Brüdern? Ja. Wir haben das Glück für uns oder die Last für den Bruder, dass unser älterer Bruder, ein Bruder ist ein Jahr jünger, einer 6 Jahre und der ein Jahr jüngere hat den Hof übernommen, bewirtschaftet ihn heute. Wir bauen Erdbeeren und Spargel an, Getreide und ich sage wir, weil das wird immer ein Familienunternehmen bleiben. Wenn man auf einem Hof aufgewachsen ist, dann ist das nicht nur ein Beruf für eine Person in der Familie, sondern das ist eine Berufung für eine ganze Familie und das über Bau, also tatsächlich Generationen hinweg. Und man ist und bleibt ein Bauernkind. Das ist, du sitzt gerade in diesem wunderschönen Hof. Muss ich mal zeigen, der wunderschöne Hof hier. Du warst ja noch nicht da. Guck mal, das ist meine Zimmerdecke sozusagen. Ja. Jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, freue ich mich, dass ich hier wohnen darf, weißt du? Ja. Das verstehe ich sehr. Das ist einfach. Wie oft bist du bei euch im Hof oder so? Bist du zu Hause ab und zu? Schaffst du das mit deiner Zeit, dass du da mal bist? Ja, also ich habe das große Glück, dass ich nach der ersten Ehe, in der zweiten Ehe den perfekten Nachbarn gefunden habe. Okay. Nämlich den Förster von nebenan. Mein Mann ist unser Förster. Ja. Ich lebe jetzt im Forsthaus, mitten im Wald. Also das ist sozusagen Idyll pur, eine Blase, die man sich nicht besser vorstellen könnte. Und mein Heimatdorf, ich wohne jetzt in Hesel, der zweite zentrale Ort Ostfrieslands. Ja, klar. Der dritte zentrale Ort ist übrigens Risum, weil es so schön rund ist, weißt du? Keiner ist so schön rund wie wir in Risum. Das genau, stimmt. Du musst es gerade mal erwähnen. Und es gibt wunderbare Gebäudeliegenschaften dort. Sehr schön. Genau. Herrliche Friedhöfe übrigens auch. Und herrliche Musik. Aber ich möchte nochmal zurück zu dem Hof. Ich stelle mir jetzt vor, da ist also so die kleine Gitta und die hat zwei Brüder und wachsen so heran und haben Schulausbildung. Und dann gibt es ja solche
Sternstunden, ja, wo man so sagt, ich gehe jetzt das und das lernen und der Bruder macht das mit der Landwirtschaft. Wie hat sich's denn bei dir weiterentwickelt? Du hast erst mal verkaufen gelernt. Ja, ich habe mein Abitur gemacht, war dann nach dem Abitur in dieser Überforderung, die viele wahrscheinlich Abiturienten auch kennen. Ja. Was soll ich tun? Was will ich machen? Ja. Ich kann alles, aber ich weiß nicht was. Ja. Und ich hatte immer gejobbt in den Ferien, entweder auf dem Hof unserer Eltern oder später auch bei ja, Läden wie Klamottenläden und Schuhläden. Ich kann ganz brillant T-Shirts zusammenlegen, wenn man mal im Sommer Schluss verkauft. Das gab es damals noch, den Grabbeltisch bedienen musste. Weiß, ja. Dann kann man wunderbar T-Shirts zusammenlegen. Und ich hatte dann aber zum Schluss immer in einem Schuhgeschäft gejobbt. Und dann bot mir die damalige Chefin an, mach doch eine Lehre als Schuhverkäuferin. Das dauert ein Jahr mit verkürzter Lehrzeit. Und dann hast du eine Ausbildung und ja, weißt vielleicht, was du tun sollst. Und ich glaube, es war das beste Jahr, das wichtigste auf jeden Fall. Denn nach dem Jahr wusste ich genau, welches Privileg es ist, Auswahlmöglichkeiten zu haben. Das, was mir vorher als Last erschienen war, erschien mir dann als große Qualität, ja. Und auch als Privileg. Ich habe gelernt, dort auf Menschen zuzugehen. Ich habe gelernt, den Blick auf Menschen zu haben, die keine Privilegien wie ich hatte. Ich habe heute noch, bin nach wie vor befreundet mit Kollegen von damals, deren Lebensweg immer vorgegeben war. Nach der Hauptschule eine Lehre, die Eltern sagten dann, klar, du heiratest dann, du bekommst Kinder. Genau. Und wenn du dann die Ehe gescheitert ist oder irgendwas schief ging, das sah dieser Lebensweg nicht vor, auch keine Alternativen. Und sie sind trotzdem Frauen, die ihre Frau stehen, die alles schultern, die kaum wahrgenommen werden, von denen erwartet wird, samstags und sonntags zu arbeiten. Ich bin deshalb auch eine glühende Verfechterin der Sonntagsruhe. Und also jedenfalls, was Läden angeht. Und das hat mich sehr geprägt. Und ich merke bis heute, wenn ich dann an einem Ken Wessing-Stand stehe in der Wahl und versuchen muss, irgendwelche Informationen weiterzugeben, dass dieses, darf ich Ihnen etwas an Informationen zukommen lassen? Das ist so ein bisschen dieses, kann ich Ihnen helfen? Ah, okay. Ja, also irgendwie ist es immer, dass man auch das, was man gelernt hat, zurückgreift. Nicht? Also ob man jetzt hier zum Beispiel so Notentext erarbeitet hat, nicht? Wo man sagt, man muss üben, man muss halt Sachen mehrfach machen, damit es dann besser wird. Oder eben das Zugehen eben auf Kunden und dann eben auf politische Interessenten. Natürlich. Wie ging es dann weiter? Ich habe danach eben studiert. Mir war klar, ich will jetzt studieren. Ich habe mich für Jura entschieden, weil unser Vater sagte, Jura ist nie weg. Und wenn du dann siehst, du willst was anderes machen, kannst du dir die Schreine anrechnen lassen. Das fand ich sehr cool. Aber es war die perfekte Wahl, denn ich bin eine leidenschaftliche Anwältin tatsächlich. Ich finde, Jura ist ein wunderbares Fach. Es ist sehr strukturiert, du lernst sehr systematisch zu arbeiten. Davon profitiere ich bis heute. Wenn der A, dann der B und so weiter. Ich erinnere mich dunkel. Genau. Ja. Es ist wunderbar, was, woraus und wie. Und dann habe ich dieses Studium zu Ende gebracht, auch ganz gut. Hab dann, daran schloss ich zunächst in Osnabrück studiert, später in Mainz das erste Examen gemacht, dann ein Referendariat gemacht, so war es damals noch üblich, in Oberlandesgerichtsbezirk Frankfurt am Main. Hab dann drei Jahre in Darmstadt gearbeitet, bei einer Anwaltskanzlei, einer Wirtschaftskanzlei. Und bin dann meinem ersten Mann hinterhergezogen nach Ostfriesland. Mein erster Mann war auch Ostfriese. Als brave Ehefrau bin ich ihm gefolgt. So ist gut, ja. So ist gut, genau. Und habe dann bei einem Arbeitgeberverband mir meine Meriten in Oldenburg verdient. Und
dann mich selbstständig gemacht als Anwältin, kurze Zeit in Leer, Ostfriesland. Wie alt warst du da, als du dich selbstständig gemacht hast? Also da, ich versuche das mal so ein Bild zu bekommen. Das war 2001, also bin ich damals 37 gewesen. Mhm. Und das überlappte sich dann mit dem Einstieg in die professionelle Politik. Also das, die Kandidatur für das Mandat für den Deutschen Bundestag. Und ab 2002 war dann der Bundestag mein Haupterwerb. Genau, das ist ja die Überraschung für mich des Tages, dass ich schon länger hier in meinem Weltklassik am Klavier Ofen koche, als du im Bundestag. Ich wusste, dass es ähnlich war von Zeiten, aber es ist doch... Ich komme jetzt in das Alter, wo ich dann mehr Berufserfahrung habe als andere. Das war nicht immer so. Genau. Aber das musste ich ja irgendwas bewogen haben, da in der Politik mitzumachen. Was war da denn der Auslöser? War es immer schon ein Traum oder hast du gedacht, jetzt reicht's mir oder wie kam es dazu? Nein. Also ich glaube, mein Verhältnis zur Politik ist wie das Verhältnis der meisten Menschen zur Politik. Zunächst mal will man nichts damit zu tun haben. Mhm. Denn erstens ist es langweilig, wenn man es im Fernsehen sieht oder man versteht es nicht oder es nervt einfach nur. Und im Übrigen, für was brauchen wir eigentlich Politik? Ja, Selbstdarsteller, genau. Brauchen wir gar nicht. Ja. Genau, das ist alles irrelevant und doof. Und so, und dann kam ich aber, wie gesagt, nach Ostfriesland zurück und unser Vater war wie unsere Mutter auch vielfach engagiert. Unsere Mutter war bei den Landfrauen im Kirchenvorstand. Mhm. Unser Vater war im Berufsstandspolitik, hat er gemacht, also Bauernverband. Und er war im Gemeinderat bei uns, unserem Gemeinderat. Und kam eines Tages zurück von einer Sitzung, um abends beim Abendbrot zu erzählen, dass die Grundschule jetzt umgebaut wird zu einer Leichenhalle. Oh. Das hat mich, genau. Diese Reaktion, was? Muss das denn? Meine geliebte Grundschule, eine Leichenhalle, das ist doch wohl nicht zu fassen. Ja. Das ist das Allerletzte, wie kannst du nur und. Ja. Tür auf, Tür zu, geschlagen, beleidigt, schreien. Ja. Nachdem ich mich beruhigt hatte, dem die Möglichkeit gegeben hatte, auszusprechen, stellte sich raus, dass der Gemeinderat beschlossen hatte, eine neue Grundschule zu bauen, weil die alte abgängig ist. Eine tolle Entscheidung für die Kinder. Mhm. Und dass man sehr nachhaltig sagte, wir reißen jetzt nicht einfach die alte Grundschule ab, sondern wir widmen sie um. Mhm. Und da es in Holland bis dato keine Leichenhalle gab, aber die Menschen zunehmend weniger ihre Toten auch zu Hause aufbahren, war es eine durch und durch herausragend kluge Entscheidung. Mhm. Allerdings litt mein Vater unter dem Phänomen, das ich heute erlebe, die Menschen hören nicht zu Ende zu. Mhm. Also sie hören ein Stichwort und empören sich. Ja. Sie fragen nicht, was ist der Hintergrund? Erklär es mir. Ja. Erzähl doch mal. Mhm. Und das war das Problem auch dieses Gesprächs, das dann sehr grundsätzlich wurde. Und unser Vater mir dann sagte, du kannst, wenn du etwas verändern willst, wirst du es nicht tun mit Schreien, auch nicht mit Schmollen. Mhm. Auch nicht mit beleidigt sein, sondern wenn du etwas verändern willst, musst du dich engagieren. Mhm. Und wenn du meinst, du kannst es besser als ich, Madameke, so hat er mich immer genannt. Madame wie? Dann Madameke. Madameke, auch was süß, ja. Und dann, oder Muske, also beides war die Namen unseres Vaters für mich. Und dann würde ich dir empfehlen, kandidiere, setz dich auf deinen Hintern, versuche gewählt zu werden und dann ändere die Welt. Und da habe ich gesagt, Papa hat recht. Und habe dann 96 kandidiert für den Samtgemeinderat in Hesel. Und bin gewählt worden, übrigens gemeinsam mit unserem Vater. Ja. Und es gab dann 5 Jahre, naja drei, ich musste dann eher aufhören, weil ich umgezogen bin. Und wir hatten 3 gemeinsame Jahre als Vater und Tochter in der CDU damals Fraktion. Sehr schön. Der Samtgemeinde Hesel. Und das hat mich sehr geprägt. Und das waren die Anfänge in die Politik. Und das kann ich auch nur jedem sagen, wer die Welt verändern will, muss sich engagieren. Ja.
Ja, dass ich erinnere, das waren die Worte meines Vaters, die eigentlich immer auf den Lippen führte. Wenn ihr was Ja. verändern wollt, müsst ihr euch Ja. engagieren, nicht? Ob es Ja. Verbandsarbeit ist oder wie auch immer. Ja, und das ist ja auch eine besonders schöne Sache, mit dem Vater zusammen so einen Teil der Strecke auch gemeinsam zu gehen, wo man nochmal gucken kann, was kann ich da lernen, und der Vater kann auch was mitgeben. Und hast du ihm dann zugehört? Ja, also Hm. er war ein intensiver Wegbegleiter auch meines späteren politischen Weges. Also 96, als ich in die Kommunalpolitik eintrat, war ja nicht mein Ziel, irgendwann im Bundestag zu sein, sondern das entwickelte sich dann. Und er hat mich begleitet bis zu seinem Tod. Er ist 2010 verstorben. Für ihn war es, glaube ich, schwierig, dass er eine Tochter hatte, die vorne mitmischt, aber sich ausbedungt, wenn sie nach Hause kam, einen Freiraum zu haben, in Ja. dem möglichst wenig über Politik gesprochen wird. Das war Ja, schwierig. glaube ich, ja. Das ist, ich glaube, die Betroffenheit von Familie, von Politikern wird viel zu wenig gesehen. Denn sie ist in mehrfacher Weise gegeben, weil sie auf der einen Seite erleiden sie alles mit, was wir erleiden. Ich weiß, dass für meinen Mann oder unsere Mutter es unfassbar schmerzhaft ist, Leserbriefe über mich lesen zu müssen. Ich habe mir inzwischen eine dicke Haut angeschafft. Sie ist nicht ganz so dick, dass sie undurchlässig wäre. Aber ich kann besser damit umgehen, weil ich auch weiß, das eine trifft die Person Gitta Connemann und das andere ist die Politikerin Gitta Connemann. Für meinen Mann und unsere Mutter oder auch die Brüder ist es aber immer die Person Gitta Connemann. Ja. Und das geht weiter bis eben zur Ansprache, was macht eigentlich eure Tochter für einen Scheiß oder was macht sie für Gutes? Das gibt es häufig auch. Könnt ihr uns mal eben die Telefonnummer geben? Nimmst du das mal bitte Ja, für dich? gerne, logisch. Kannst du ihr das mal bitte eben Ja. sagen? Und es war bis hin aber eben auch zu der Tatsache, dass diese Normalität anderer Familien nach dem Motto, ich gehe doch mal am Sonntag mit euch Kaffee trinken, dass ich sage, können wir vielleicht auch zu Hause bleiben, um wirklich entre nous zu sein, können wir versuchen, nicht nur über Politik zu reden. Und das wird ganz wenig gesehen, dass am Ende kein Politiker, keine Politikerin ohne diese unfassbare Rückendeckung und diese Opferbereitschaft auch der Familie agieren könnte. Das ist Gut, es schon ist, beeindruckend. frage ich jetzt, ist das jetzt ein Politikerproblem oder ist das ein Celebrity-Problem? Ja. Und was hat sich geändert? Ich meine, ich weiß Beides. nicht, mal früher gab es auch einen Marktplatz, ja, und auf dem Marktplatz wurde auch blöd geredet über Leute. Aber heute ist es, was ist anders? Ist es einfach mehr? Ja, Ja. also wenn ich mich mit meinem Vorgänger unterhalte, Rudolf Seiters, der ja immer im Mittelpunkt auch der Öffentlichkeit gestanden hat als Kanzleramtsminister, der die Einheit begleitet hat oder sogar mit ermöglicht hat zu diesem Zeitpunkt als Innenminister, später als Vizepräsident Deutscher Bundestag, dann als Präsident des Deutschen Roten Kreuzes. Es gab zu seiner Zeit als aktiver Politiker nicht diese Anzahl an Medien. Ja. Es gab keine sozialen Medien. Es hatte nicht Es jeder gab eine Stimme zum Mitreden. es gab keine digitale Welt. Und es gab keine Blogs, keine Chats. Es gab kein Facebook, kein Twitter, kein Snapchat, TikTok oder Und auch ein Instagram. bisschen mehr Respekt, glaube ich, Ja. gab es nicht. Also man hätte sich das auch nicht getraut, so solche Sachen, die man heute sieht, ja. Das hätte man nicht, also Ja, viele hätten das nicht absolut. gemacht, ja. So. Also für mich war Rudolf Seiters war natürlich ohnehin eine Lichtgestalt. Aber man hat sich genau überlegt, mit was spreche ich eigentlich auch einen Abgeordneten an? Ist es seine Aufgabe, tatsächlich für
Gewerbeimmobilien zu sorgen. Ich kriege ja Anfragen nach dem Motto, ich suche jetzt eine Räume für meine Schlagzeugschule. Ja, da denke ich, das ist, wenn ich was höre, kann ich dir sagen, aber ich bin jetzt keine Immobilienmaklerin. Ja. Ich bin auch nicht die und so weiter und so fort. Und das war damals anders. Und die Menschen haben sich mehr Zeit auch genommen oder mussten sich nehmen, bevor sie ihre Meinung artikulierten. Also ein Beispiel, wenn man, natürlich gab es Empörung über politische Entscheidungen oder man las die Zeitung und wollte dies zum Ausdruck bringen. Aber es war dann eben so, du musstest erstmal deine Schreibmaschine rausholen, dann hast du einen Bogen eingespannt, dann hast du getippt, dann musstest du einen Briefumschlag suchen, dann musstest du eine Briefmarke suchen, dann musstest du zum Briefkasten gehen. Und bei diesen ganzen Schritten gab es einen, wo du dir überlegt hast, erstmal ist es eigentlich richtig, was ich schreibe, und zweitens, ist es das wert? Ja. Das hat sich verändert. Also ich sehe bei manchen Sendungen, auch Skandalsendungen oder Krawallsendungen im deutschen Fernsehen, die enden um 22 Uhr und um 22.01 Uhr habe ich die erste E-Mail. Das ist ein Skandal! Wie können Sie nur? Also das sehe ich auch so, dass es, man kann viel leichter, ja, ist so bequem, kann man da irgendwas von sich geben und so weiter, man kann es abladen, aber da gehören ja auch irgendwann immer zwei zu, nicht? Also der eine, der es sendet und der andere, der es auch wirklich empfängt. Also gibt es eigentlich die Möglichkeit, sich da so ein bisschen mit einem etwas dichteren Netz zu umgeben von Durchlässigkeit, wo man sagt, nee, also das gucke ich mir gleich erst an? Also schwierig, denn dass der Assistent, sage ich mal, erstmal die Sachen vorsortiert und dass man sagt, okay, lass mir erstmal damit in Ruhe. Ja, man will auch erreichbar sein und authentisch und da, verstehe schon den Konflikt. Ja, also es ist so, dass wir also mein Anspruch ist schon immer gewesen, nicht nur vor einer Wahl sichtbar zu sein, sondern nach einer Wahl auch ansprechbar zu sein. Mhm. Weil ich glaube, dass das am Ende auch Glaubwürdigkeit von Politik ausmacht. Mhm. Und dazu gehört eben auch, ansprechbar zu sein, auch wenn es einem nicht passt. Also eben deswegen auf dem Marktplatz, am Sonntagscafé, abends auf dem Bahnhof oder wie auch immer. Das ist, wer das eine will, muss das andere mögen. Und das ist halt so. Okay. Und dazu gehört auch, ungefiltert zu lesen, was Menschen einem schreiben oder nicht über einen schreiben. Das tue ich mir nicht an. Also ich lese mir heute in Kommentarspalten vieles nicht mehr durch. Ja. Das überlasse ich tatsächlich in der Vorsicht und auch meinem Team. Das ist auch Selbstschutz. Ja. Aber es gibt kein Schreiben, das an mich geht, das ich nicht lesen würde. Ja. Ich habe alle meine E-Mail-Accounts direkt im Blick. Tapfer. Es geht direkt an die, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es mir aber immer vorlegen werden. Und so weiß ich relativ gut, was ankommt, wenn es nicht im Spam landet. Ja, das kann natürlich sein. Das ist... Was ist die gute Seite? Also du hast dich ja mal dafür entschlossen, eben als Engagement über die damalige Schule, sich also nicht orientiert und gesagt, ich mache da mit, ich will das gestalten. Was ist jetzt so in den vergangenen 20 Jahren fast für dich die gute Seite gewesen? Wo du sagst, Mensch, das ist so toll, Politik machen macht mir Spaß, weil? Politik machen macht mir nicht Spaß, sondern erfüllt mich, weil ich damit jedenfalls die Chance habe, etwas zu verändern. Ja, und Politik machen erfüllt mich, weil es mir Begegnungen mit Menschen ermöglicht, die ich sonst nicht hätte. Kannst du von den Dingen, die du jetzt bewegt hast über die letzten Jahre oder wo du mitgewirkt hast oder die du angestoßen hast, wo du sagst, das ist mir ganz besonders wichtig gewesen, da habe ich mich gerne eingebracht, da habe ich gerne was bewegt, kann man das so sagen? Oder ist es einfach ein ganz großer Teppich von vielen, vielen Dingen, die man so täglich macht? Es ist tatsächlich der große Teppich. Ich mache es jetzt seit 19 Jahren und es gibt ja auch die unterschiedliche Ebene. Es gibt die Ebene hier vor Ort Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern auch Rechnung zu tragen.
was sehr erfüllend ist, wenn ich im Einzelfall auch helfen kann. Das kann ich in einem von drei Fällen vielleicht, aber in dem Fall kann ich vielleicht dann doch etwas tun. Ja. Es gibt die politische Ebene in Berlin, wenn es um Gesetze geht, die Auflage von Programmen geht. Es geht dann natürlich um den Versuch, auch die eigene Bekanntheit einzusetzen für das eine oder andere. Auch Projekt. Und da gibt es wirklich vieles, für das ich im Nachhinein auch sehr dankbar bin, dass es gelungen ist. Wenn ich an die Musik denke, wäre dies zum Beispiel, ich bin Ehrenpräsidentin des Landesverbandes Niedersächsischer Musikschulen. Wow. Man stelle sich vor, und das schon seit etlichen Jahren. Ich habe gedacht, Ehrenpräsident wird man erst mit 80. Nein, man wird auch Ehrenpräsident schon vorher. Mhm. Es ist damals gelungen, mit meinem Verband mit ganz viel Arbeit ein Musikalisierungsprogramm beim Land zu etablieren. Das heißt, den damaligen Kultusminister zu überzeugen, später war es Bernd Altusmann damals als Kultusminister, Mittel zur Verfügung zu stellen, damit wir einen Zugang zu Musikunterricht ermöglichen. Mhm. Bereits in der Kita und in den Grundschulen, dieses Programm heißt Wir machen die Musik, dieses Programm gibt es bis heute und es war geprägt von dem Ansatz meiner Eltern. Wir haben kein Geld, aber Bildung. Und das heißt, diesen Bildungszugang zu einer musikalischen Erziehung jedem Kind zu ermöglichen, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Ah. Okay. Das heißt, in die Früherziehung, in die Kitas zu gehen, in die Grundschulen auch zu gehen. Wir brauchen natürlich Partner, und die wir auch gefunden haben. Heute ist das Programm etabliert. Es konnte jetzt sein Jubiläum feiern. Mhm. Und das ist eines der Projekte oder Erfolge, die mich bis heute auch glücklich machen. Sehr schön. Wunderbar. Da gibt es einen Berührungspunkt. Wir sind noch ein bisschen früher mit unserem Projekt. Und zwar haben wir jetzt in diese Krise dafür genommen, Lullabies aufzunehmen. Guten Abend, gute Nacht und solche Sachen. Genau. Und diese CD, wo tatsächlich 9 Pianisten natürlich auch pro bono alles gespielt haben, unter der Leitung von Professor Wolfram Schmidt-Leonardi. Qualitätskontrolle. Ich selbst bin ja kein Pianist, ich bin ja nur Ökonom. Und das haben wir tatsächlich geschafft, es auf die Beine zu bringen, auch teilweise mit einer wunderbaren Förderung hier aus Emden. Also insbesondere das Ehepaar Amasken, die hat da also die Vereine losgetreten. Und jetzt ist es so, dass wir diese CD jedem schicken, der uns eine E-Mail schreibt. Also info@weltklassik.de, schreibt jemand eine E-Mail und schicken wir die dahin. Und ja, das ist toll. Wir sind tatsächlich jetzt diese Woche bei 5.000 angelangt. Wir haben also 5.000 Kinder Wahnsinn, jetzt beglückt. Wahnsinn. Alles aus dem. Ich finde es auch. Also das macht. Finger sind ein bisschen wund vom Eintüten der Umschläge und Adressen schreiben und so. Aber es ist wunderbar. Mein Traum wäre natürlich, jedes Kind in Deutschland kriegt so eine CD. Wir sind bei den ganz kleinen Kindern angefangen. Ja, wir haben gedacht, also zum einen braucht man die Hebammen und die Krankenhäuser und die Kitas und so weiter. Und deshalb ist tatsächlich hier gelungen, die zu erreichen erstmal. Und damit machen wir weiter. Wir schicken also jedem eine CD, der eine haben will. Das finanziert sich jetzt, wie nennt man das, perpetuum mobile. Also diejenigen, die so eine CD bekommen, die sind so begeistert und so erfreut. Die spenden dann was und dann schicken wir wieder neue CDs raus. Also Kinder an die Klassik. Das ist die Idee dabei und naja, siehst du, das ist eben so schön. Ja, der eine macht es eben in diesem Bereich der Vorschule und der andere macht es im Schulbereich und alle tun irgendwie was und eines Tages geht es wieder los. Ja, ich darf mich herzlich bedanken für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und dass du uns diese schönen Geschichten anvertraut hast über dein Leben. Ich danke dir, Katrin, dass du es ermöglicht hast,
dieses besondere Format, aber eben auch deinen persönlichen Einsatz, euren gemeinsamen Einsatz für die Musik. Genau. Denn, und zwar in guten wie in schlechten Zeiten. Eben. Das, was du gerade berichtet hast mit der CD, mit den Lullabies, ist ja sicherlich für viele gerade auch ein Trost, die durchaus in Sorge sind oder sich allein fühlen. Und die Musik dann eben tatsächlich eine so wunderbar tröstende Rolle auch einnehmen kann. So, ja, wie wir eben auch anfangs besprochen haben, wenn du ans Klavier wieder gehst, oder ich habe ja das ebenfalls als Nicht-Kind gelernt und gehe dann hin und spiele was und man hat dieses beschützte Gefühl. Und wir kriegen Zuschriften, ich habe in meinem Leben noch nicht so schöne Post bekommen, also wunderbar. Jeder freut sich und sagt, Gott, ist das schön und so ein schönes Projekt. Die Leute sind richtig dankbar und das tut wirklich gut. Das tut wirklich gut. Naja. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal. Ich bedanke mich auch jetzt noch einmal ganz kurz bei unseren Zuhörern hier. Die leisten nämlich einen Beitrag zur Produktion dieser Videos. Und ich glaube, es sind inzwischen 65.000 Mal angeschaut worden. Das ist also ganz toll. Was immer hier ankommt, wie das funktioniert, das steht gleich im Nachspann. Und was immer hier ankommt, das geht an die Pianisten, die zurzeit eben leider noch nicht wieder spielen können, aber bald. Also. Das hoffen wir. Gitta Konnemann. Zeit werden kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.